Hallo, ich bin die Leanne und hier ist die Everyday Princess, Königstöchter im Alltag. Ich habe geplant, ein Video abzuladen heute und ich habe gewusst, das muss ich einfach verschieben. Die Welt erlebt so viel Trauer und so viel Schmerz jetzt, dass ich wirklich sprachlos bin. Und ich habe ein Gebet gelesen von dem Pastor, der in Minneapolis wohnt und dient. Und er liebt seine Stadt und die Leute dort. Und er liebt seinen Gott, sein himmlischer Vater, unser himmlischer Vater. Und er bittet um Gerechtigkeit und dass die Täter ins Gefängnis kommen, um Trost für die Familie, um Heilung, um Schutz. Und das würde ich gerne mit euch teilen. Es ist auf Englisch, es tut mir leid, es ist zu lang zu übersetzen, aber wenn ihr das versteht, dann freue ich mich. Und wir werden das jetzt spielen, dass ihr, wenn ihr wollt, ihr könnt mitbeten. Und einfach unser himmlischer Vater bitten um Hilfe und um Weisheit, um Trost, um Gerechtigkeit. Er hat seinen Sohn geschickt für uns zu sterben, um uns zu retten. Er liebt uns. Ja, es ist so schmerzhaft. Und ich bete für euch auch. Was dieser Pastor betet, betet für seine Stadt und sein Land. Aber es ist sehr passend für unsere Welt, alle unsere Länder. Gott segne euch und schütze euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mitbeten.